Was ist das für ein geiles Gimmick? Da ist einfach ein Triforce im Baum. Und ich sag schon, dass sie hat hier voll die Zelda-Verbindung. Guck dir das Triforce an. Oh nein, Alter. Das kann doch nicht mal ernst sein. So, so kann man sich auch ein bisschen aus dem Wasser retten. Ach, das ist doch nicht mein Ernst. Nein! Die ist einfach tot. Die Dinger gehen ja auch kaputt. Fuck. Spinny? Spinny ist tot. Nein, Spinny ist tot. Dann müssen wir da irgendwann nochmal schauen. Aber da kamen wir doch hin. Mit diesem Spinnenkollegen. Fuck! Wie kommt mir das Spiel gerade wieder viel flüssiger vor als vorher? Ach stimmt, warte, wir haben es anders gemacht. So, haben wir es gemacht. So. Schade, dass unser Spinnenkollege nicht zurückkommt. Vorerst. Oh, warte mal. Okay, ich will nicht im Angriff. Ah, da ist er wieder, ja. Nein! Nein! Ich habe ihn gegealt. Geal mich dafür. Ich habe es nicht verdient zu leben. Geal mich, bitte, geal mich. Danke, danke. Fuck! Das war jetzt super blöd. Hä? Muss ich erst links und dann rechts Schmerzen erleiden? Ich wollte jetzt eigentlich direkt nach links springen. Ach, fuck. Das muss ja irgendwie... Irgendwie muss das ja... möglich sein, oder? Jetzt kill mich doch. Mach doch was! Oh, du faule Spinne. Was? Ja, das musst du auch erstmal sehen. Aber nice. Eine Lebenszelle. Sonst war da nichts, ne? So kommt man also hier hin. Haben wir uns immer gefragt. So. Spinny. Mach mich jetzt stolz. Kommt man eh nicht durch, ne? Okay. Dann please kill me. Kill me, please. Oh, I like to kill, get killed. But it's not easy to kill me. But I help you. Okay, wissen wir da? Ah. Heilige Schau. Alter, der Rückschuss. Wissen wir da schon mal Bescheid?
Ah, okay. Weltereignisse. Die Wasserader ist der Schlüssel zum Jinso-Baum und das Element des Wassers wurde wiederhergestellt. Das ist der Schlüssel zu dem und das zu dem, denke ich mal. Das heißt, wir haben ja drei Ebenen, die wir hier vollführen müssen. Okay. Jetzt überlege ich gerade nur, wo können wir denn jetzt... Theo... Nerv jetzt nicht. Hast du nochmal Glück gehabt, doch. Aber dein Glück währte nicht lang. So, Karte. Da können wir nicht lang, da können wir nicht lang, weil ich den Dings nicht finde. Okay. Da so. Ich glaube, hier müssen wir so ein bisschen noch lang, ne? Das heißt, hier rechts hoch und immer weiter rechts. Okay. Keine Ahnung, ob man sich da spontan teleportieren könnte. Hab da jetzt nichts gesehen. Da ist ein Teleporter, aber wir sind ja auch schon da. LOL! So geht's natürlich auch. Alter! Yo! Das war so nicht geplant, aber gut zu wissen, dass das möglich ist. Eine Fähigkeitenzelle, schön. Geil, Mann. Können wir jetzt ganz weit hier nach rechts springen? Okay, der ist nicht so mit Rückstoß. Aber tut auch ein bisschen weh bei dem. So, hört sich hier viel freundlich auf einmal an. Da ist was. Da ist was Böses im Busch. Siehst du das oder ist es da oben jetzt? Was genau meint ihr damit, meine Freunde? Au! Was denn? Warum kann ich seine Projektile nicht benutzen? Dann könnte ich locker easy dahin. Ich versuch's aber mal einfach hier rüber. Goddamn! Dreiersprung! Oder halt irgendwie abstoßen. Aber hier ist nichts zum Abstoßen, leider. Wahrscheinlich müssen wir noch höher. Es gibt aber keinen noch höher hier. Hier ist der Ginsobaum. Den kennen wir schon. Waren wir vor nicht allzu langer Zeit. Alter, wie viel HP wir da schon haben. Und 6 Seelenverbindung, Alter. Aua. Man kann ja auch mal in die Masse springen, ne? In die Crowd. So. Wie kann man das hier befreien? Ich verstehe das nicht. Okay, irgendwie müssen so Stampfdinger hier sein. Ich meine, hier waren sogar welche. Hört sich viel schöner an als vorher, ne? War hier kein Stampf... LOL. Warum habe ich den denn nicht? Nice. Warum hatte ich die Fähigkeitenzelle nicht? Da auch kommen wir nicht, ne? Ne, oh, ist ja auf der Karte eh nichts verzeichnet, aber man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie. So. Und zwar kann ich mir den Turbosprint holen, und zwar erlaubt es Ori, Feinde mit dem Turbosprint anzugreifen. Weh. Aber jetzt sind wir ja richtig weit. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das Geld gilt hier. Und für welche Gegner explizit. Keine Ahnung. Hier ist auch kein Stampfding, ne? Shit, Alter. Das, da muss ja immer ein Stampfding sein. Kann natürlich auch sein, dass es etwas weiter weg ist. Oh, goddamn. Okay, finden wir schon irgendwie. Ah, jetzt können wir hier ran, genau. Bringt nur nichts. Kein Stampfding, kein gar nichts. Nur ein bisschen eine Wasserpfütze, sagen wir mal so. Sagen wir es mal so, eine Wasserpfütze. Ach, der schon wieder.
So. Und mit dem Stampfen hätten wir ja alles schön selber aufbrechen können. Oder da hatten wir die Fähigkeit da noch nicht. Wie soll ich denn da hin? Ich habe hier kein Projektil. Aber da... Das sieht aus, als wenn ich da... Hatte ich hier schon den Doppelsprung? Nee, ne? Aber ich komme da oben nicht hin. Goddamn. Warte mal. Kann der so weit rotzen? Kannst du mir ein Projektil geben? Nee. Und hier unten haben wir keinen Projektilschießer. Verdammt. Ups. Shit, 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 shit. Da kommen wir da schon mal nicht hin. Das ist ja schon wieder ein bisschen traurig, ne? Ja, das hätte schon theoretisch gereicht. Nice! Und die nächste Fähigkeitenzelle. Wir können uns so aufpumpen. In der Zeit hier. Aua! Ciao! Nein! Aua! Okay. Ich sollte mal wieder speichern, ne? Es ist wieder soweit. Ja. Alter, nächste Fähigkeitenzelle, yo. Ne, Fähigkeitenpunkt. Strange. Unter Wasser atmen. Ja, komm, wir müssen mal langsam wieder hier weitermachen. Erhöht Stärke und Radius. Das ist sehr geil. Gespür, das wäre geil. Da können wir richtig easy alles finden. Zack und zack, können wir jetzt alles machen. Ja, geil. Macht schon ein bisschen Fun, ne? LOL! Was ist das für ein geiles Gimmick? Da ist einfach ein Triforce im Baum. Und ich sag schon, das hier hat hier voll die Zelda-Verbindung. Guck dir das Triforce an. Das ist ja mega nice. Ein Triforce in Ori. Nice, Junge. Das feiere ich ja ein bisschen. Aber wie öffne ich das hier? Das ist auch nicht kartografiert da. Das ist ja mega geil. Feiert schon ein bisschen. Voll das Triforce. Schön, das gesehen zu haben. Wo bin ich? Hier bin ich. Da kamen wir nicht hin. Hier haben wir soweit alles durch. Hier haben wir alles. Da noch nicht so ganz. Da ist noch so ein Dings und ich weiß gar nicht, ob wir da weiterkamen. Da könnten wir aber weiter. Da müssen wir ganz kurz nochmal zu Gumos Versteck. Ciao. Kein Bock auf dich. So. Nice. Hat er dein Mate gekillt. So, hier waren wir zwar heute schon mal, aber okay, ist ja nicht so schlimm. Und wir kamen auch schon mal von da unten her. Warte mal, ist doch richtig, ne? Ja. Irgendwas Versteck. Warte mal. Komm mal hoch, Kollege. Hab da was vor mit dir. Komm doch mal schneller, Alter. Du bist ja wie eine Schnecke. Alter, wir sammeln hier Fähigkeitenpunkte over 9000. Waren wir überhaupt schon mal? Ich weiß gerade nicht. Waren wir schon mal? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Oho! Hier waren wir bestimmt noch nicht. Ba!
Bam! Okay, das kennen wir. Ah, so kommt man ja also hin. Interessant. Wupsa. Wupsala. So kann man den Gegnern echt easy ausweichen. Das macht schon ein bisschen Spaß, muss ich ja zugeben. So, wir wollten aber zu Gummos Versteck und das ist dort. Hallo. Mann, das hätte funktionieren müssen. So, ich habe den Dreh langsam raus, Kollegas. So. Und hier sind wir auf der anderen Seite. Hier haben wir gerade was uns ein bisschen gegönnt, würde ich mal sagen. Wow. Okay. Das könnte hilfreich werden. Warte mal, haben wir das schon geöffnet? Ne, sonst wäre es ja nicht da, oder? Hier ist auch alles offen. Nice. Hier können wir jetzt auch theoretisch hin. Ich weiß nicht, ob wir hier hin können. Vielleicht schon und da auch. Das heißt, wir könnten eigentlich nochmal komplett runter in Gummos Versteck. Was viele natürlich nicht freuen wird. Aber machen wir halt einfach mal. Das sieht aus wie so ein Face. Ne? Fällt mir gerade mal spontan so auf. So, wir können ja jetzt auch ins Wasser. Und dann haben wir uns mal den Fähigkeitenpunkt und haben... Ah ne, du hast keinen Fähigkeitenpunkt. Nice! Okay, wenn man es könnte, wäre schon nice. Alter, ich bin gleich tot. Alter. Ich wurde zu früh gefreut. Von der Niceigkeit her. Fuck! Hä, warum funktioniert das nicht? Also manchmal finde ich, dass er das echt blöd triggert. Also der erwischt den nicht, weil hier... Ja, jetzt kriege ich den locker. Aber da unten will ich den schon kriegen. Das ist ein bisschen doof, ne? Muss man auch ein bisschen meckern, nicht? Und trotzdem kriege ich Schaden. Nice. So, und speichern wir nochmal. Dann kriege ich nochmal ein paar HP. So, jetzt können wir das Speichern schon nutzen, um HP zu bekommen. Was ist das für ein Leben? So, ganz sicher gehen hier. Ah nein, hier kamen wir deswegen nicht weiter, ne? Oder? Fuck, ganz umsonst. Wobei, ne, wir müssen ja eh nach unten. Das hat man irgendwie anders geöffnet. So, das eines Tages kommen wir eh nochmal zurück. Das heißt, das könnten wir uns eigentlich sparen hier. Außer wir müssen nicht ganz nach unten. Dann haben wir uns das... Alter, geh doch mal weg da. So, straight nach unten springen geht ja auch easy. Okay, da ist es schon. Und dann haben wir den. Die brauchen wir halt auch, um die Komplettierung hier zu machen. Das heißt, um die 100% da stehen zu haben. Wir haben jetzt hier 95. Oh nein, ich sehe schon wieder. Ich habe mit Projektilen hier gerechnet. Aber warte mal. Nein, komm. Oh. Ha! Wer sagt, das hat sich nicht gelohnt, der kann es ja schon mal zurücknehmen, ne? Stimmt, Alter. Das war ja auch noch hier. Dieser komische Lauf hier.